Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen hier zu unserem neuen Talk. Wir sprechen heute über die Weltfinanzkrise. Wie kam es dazu? Was hat eigentlich bewirkt, dass sich diese Krise von den USA über die gesamte Welt ausbreitete? Und wie hätte man vielleicht diese Krise besser bekämpfen können, dass sie halt nicht so tief gewesen wäre? Und ja, darüber sprechen wir heute. Ja, die globale Finanzkrise, die ist euch allen wahrscheinlich ein Begriff und die ging vom US-Häusermarkt aus. In den USA waren die Immobilienpreise nämlich über einen ganzen Zeitraum sehr, sehr stark gestiegen, verbunden, also bis 2006, um genau zu sein, verbunden mit einem sehr, sehr starken Bauboom. Banken hatten nämlich sehr exzessiv Kredite an Haushalte vergeben, die sich diese Kredite nach den Zinsanstiegen, die dann in den 2000er Jahren folgten, nicht mehr leisten konnten. Die Zinsen waren in den 2000ern auf bis zu 1% gesenkt worden und dann wieder auf 5% erhöht worden. Und diese starken Zinserhöhungen, die konnten sich viele Haushalte nicht leisten, auch da ihre Kredite variabel verzinst wurden. Und da ist jetzt die Frage, Moment mal, Banken haben jetzt ein bisschen zu exzessiv Kredite vergeben, haben Risiken falsch eingeschätzt. Wieso führt das zu einer globalen Wirtschaftskrise? Das ist doch nur der US-Häusermarkt. Was hat das denn mit dem Gesamten, also erstmal ist es ja nicht schlimm, wenn einzelne Bank ein paar Kredite falsch eingeschätzt hat. Wieso sollte das zu einer globalen Finanzkrise führen? Und zum anderen, wieso hat das überhaupt dann Auswirkungen auf die Volkswirtschaften von ganz anderen Ländern, die damit überhaupt nichts zu tun haben? Und da sind wir dann bei der Deregulierung des US-Bankensektors. Denn dass Banken zu lax Kredite vergeben, dass Banken prozyklisch Kredite vergeben, das ist ja grundsätzlich ein normales Problem. Also dass in wirtschaftlichen Boomphasen die Risiken unterschätzt werden, dass die Risiken von Zinserhöhungen unterschätzt werden, das kann grundsätzlich immer passieren. Aber die Katastrophe, die zu dieser, also das Problem zu dieser Zeit war, dass US-Banken diese Kredite, die sie zu leichtfertig vergeben hatten, in Form von Mortgage-Backed Securities, also hypothekenbesicherten Anleihen, auf der gesamten Welt verkaufen konnten. Die Banken vergaben also Kredite an Schuldner, die nicht solvent waren, und verkauften diese Kredite dann an Anleger, an andere Banken und streuten sie damit ins globale Finanzsystem. Dies war in den USA bis 1999 nicht möglich, da der Glass-Steagall Act, der von 1933 bis 1999 galt, die Trennung von Investmentbanking und normalem Banking, also dem Vergeben von Krediten, dem Aufnehmen von Spareinlagen, vorsah. Aber dieses Gesetz wurde eben von Bill Clinton 1999 aufgehoben und das ermöglichte es den US-Banken überhaupt, diese Anleihen, diese schlechten Kredite ins globale Finanzsystem streuen zu können. Und als dann der US-Häusermarkt kollabierte, als dann ab 2006 die Preise wieder zu sinken begannen, hatten dann ganz viele Firmen überall auf der Welt, ganz viele Anleger, ganz viele Fonds, ganz viele andere Banken diese schlechten Kredite in ihrem Portfolio und niemand wusste mehr, wie die Risiken verteilt waren. Und das ganze System, was ich vorher nach oben aufgebaut hatte, das entwickelte sich dann in die andere Richtung. Und ja, die globalen Finanzmärkte begannen zu crashen. Ja, vielleicht dazu noch zwei Sachen. Warum hat, bis dieser Crash begann, kaum jemand diesen Crash vorhergesehen? Man glaubte an zwei Dinge, glaubte man überzeugt. Man glaubte überzeugt daran, dass man Risiken diversifizieren kann. Das heißt, man sagt, okay, es gibt jetzt in verschiedenen Gebieten, also diese Häuserkredite in den USA, an Arbeitslose. Und wenn wir jetzt aber diese Kredite bündeln und aus verschiedenen Regionen aus den USA zusammennehmen, dann diversifizieren wir das Risiko, weil die Häuserpreise werden in den USA nicht alle gleichzeitig, in allen Regionen gleichzeitig fallen. Und damit ist das Risiko dann durch die Diversifikation, dadurch, dass wir die Kredite halt eben bündeln, halt eben verschwunden. Das war der eine Glaube. Man dachte, man hat diese Risiken damit also effektiv bekämpft. Und der zweite Glaube war halt die Markteffizienztheorie, dass also alle Preise, die auf dem Markt gehandelt werden, effizient sind, richtig sind. Und das stellte sich dann als fataler Fehler heraus. Also Greenspan, der Chef der amerikanischen Zentralbank, fand das noch super toll mit diesem Boom und sagte, das ist alles richtig, durch die Finanzinnovation haben wir jetzt alle Risiken rausbekommen. Das kann jetzt alles ewig so weiterlaufen, es wird alles weiter steigen. Und dem war halt eben nicht der Fall.
als es dann diese Zinsschritte gab von der amerikanischen Zentralbank, sind alle Häuserpreise gleichzeitig in den USA gefallen. Also genau das, was die Diversifikation halt eben nicht, dieses Risiko, was die Diversifikation nicht bekämpfen kann. Und damit sind dann auch alle Papiere natürlich im Wert gefallen, weil wenn ihr euch vorstellt, hat jemand, der hat keine Arbeit mehr oder verdient nur sehr wenig Geld und die einzige Sicherheit ist das Haus und jetzt fällt dieses Haus im Preis, dann ist das Wertpapier halt eben futsch und muss abgeschrieben werden, muss teilweise abgeschrieben werden. Dadurch wird die Bankbilanz schlechter, die Vermögensseite der Bankbilanz wird immer kleiner, kleiner, kleiner und irgendwann ist das Eigenkapital aufgebraucht und damit werden wir jetzt bei der Pleite von Lehman Brothers, also der Bank, der das als erstes passiert ist. Was hat man da gemacht? Hat man der Bank geholfen? Hat man sie pleite gehen lassen? Was war das für eine Bank? Vielleicht sprechen wir da jetzt mal drüber. Das war eben so eine Investmentbank, die massiv in den US-Häusermarkt investiert hatte, beziehungsweise die diese hochverzinslichten, hypothekenbesicherten Anleihen gekauft hatte. Genau, und die bekam jetzt also ein Problem, weil diese Papiere also wertlos wurden. Und sie bekam jetzt also ein negatives Eigenkapital durch Kapital dadurch, dass sich ihre Vermögensseite also radikal verschlechterte. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten als Politik, oder eigentlich gibt es viele Möglichkeiten, aber runtergebrochen auf zwei Möglichkeiten. Wir helfen dieser Bank irgendwie, wir retten sie, wir können sie auch staatlich übernehmen und die Aktionäre ärgern oder wir geben ihr Geld, was weiß ich, wir retten das Ding irgendwie. Oder wir lassen es einfach pleite gehen. Ja, und man hat sich tatsächlich für diese zweite Variante entschieden. Und das hat sich dann als verheerender Fehler herausgestellt, würde ich mal sagen. Ja. Dadurch, dass Lehman Brothers pleite ging, vertraute keine Bank mehr der anderen. Also es konnte jetzt sein, dass wirklich jede Großbank pleite gehen könnte. Das heißt, der Interbankenmarkt drohte zusammenzubrechen und das konnte nur durch massive Interventionen der Federal Reserve verhindert werden. Also dass die Banken sich überhaupt noch minimal vertrauten, dass ihre Liquiditätsversorgung überhaupt sichergestellt wurde. Die US-Regierung schnürte Konjunkturpakete, doch all das war viel zu klein, um den wirtschaftlichen Kollaps, der sich nach und nach abzeichnete, zu stoppen. Also die US-Wirtschaft, die brach wirklich relativ stark ein und auch in allen anderen Ländern der Welt brach der Außenhandel ein. Andere Großbanken gerieten in Probleme, denn auch die europäischen Großbanken hatten in den 2000er Jahren massiv in eben diese Mortgage-Backed Securities begonnen zu investieren. Die europäischen Banken waren in den 90er Jahren noch größtenteils normale Banken, die sich aufs normale Bankgeschäft konzentrierten, also Kredite zu vergeben und Kundenanlagen einzunehmen. Doch dann wollten die europäischen Banken auch auf die Profitraten der amerikanischen Großbanken aufholen. Und die amerikanischen Großbanken durch die Aufhebung des Glass-Steagall Actes 1999 konnten durch diese Spekulation an den Finanzmärkten, durch diesen Handel mit Mortgage-Backed Securities, durch das Verkaufen von Versicherungen auf diese unsicheren Wertpapiere sehr viele Gewinne machen. Und die europäischen Großbanken wollten da auch mitspielen, weswegen sie in der Krise dann eben auch unter Beschuss gerieten. Ja, genau. Wir können als Zentralbank können wir das Liquiditätsproblem lösen. Jetzt vertrauen sich die Banken nicht mehr untereinander, leihen sich kein Zentralbankgeld mehr. Aber als Zentralbank können wir als Bankensystem mit Zentralbankgeld versorgen. Das heißt, wir können dieses Liquiditätsproblem können wir bekämpfen. Wir können aber kein Insolvenzproblem bekämpfen. Das bedeutet, wenn die Banken alle diese Wertpapiere auf der Aktivseite abschreiben müssen, dann gehen diese Banken alle pleite. Da können wir denen noch so viel Liquidität zuführen. Also das ist ein Problem. Und das zweite Problem ist halt eben, wir müssen uns vorstellen, dass dieser ganze Boom Anfang des Jahrtausends durch diese Kredite getrieben war. Das heißt, die Haushalte haben mehr ausgegeben, als sie eingenommen haben. Sie haben einen Kredit auf ein Haus aufgenommen, dadurch konnten sie ein Haus finanzieren. Dann ist der Häuserpreis gestiegen und dann haben sie einen Kredit nachgeschossen, um sich noch ein Auto zu kaufen. Und dadurch wurde klar, der Konsum gesteigert, dadurch konnte die Wirtschaft wachsen. Und jetzt ist genau das also zusammengebrochen. Also was haben die amerikanischen Haushalte gemacht? Sie haben massiv ihren Konsum eingeschränkt. Dadurch fährt natürlich die Wirtschaft runter, es gibt Arbeitslose und so weiter. Und was hat Obama gemacht? Obama hat nur den Finanzinstituten geholfen und hat halt eben nicht den privaten Konsum stabilisiert. Also das war auf jeden Fall schon mal ein massives Problem in Amerika, dass man nicht den privaten Konsum durch Direkthilfen stabilisiert hat. Da kann das Konjunkturpaket auch noch so groß sein, wenn wir nur den Finanzinstituten helfen, kriegen wir das halt eben nicht stabilisiert. Und das hat man leider in den USA sehr, sehr falsch gemacht.
Ja, und nach 2007 wurden die Zinsen in den USA von 5% auf bis zu 0% gesenkt. Und das hat zumindest bis 2009, also so lange wie die Finanzkrise tobte, zu keiner Senkung der realen Zinsen geführt, die die Haushalte zahlen mussten. Der Risikoaufschlag auf die Zinsen, beispielsweise auf Autokredite, auf Konsumkredite, auf Immobilienkredite und auch auf schlecht geratete Unternehmensanleihen, ist stärker gestiegen, als die Fed die Zinsen gesenkt hat. Das heißt, eine Zentralbank kann in so einer schweren Krise, wo gar nicht mehr klar ist, dass die Haushalte die Kredite zurückzahlen können, weil eben gar nicht mehr klar ist, dass sie in einem Jahr überhaupt noch solvent sind, da kann die Zentralbank durch Zinssenkung eigentlich nicht gegensteuern. Da müsste der Staat direkt in den Haushalten Geld geben, um die Lage zu stabilisieren, um ihre Solvenz herzustellen. Sonst können diese Zinssenkungen, das hat man in dieser Situation sehr extrem gesehen, auch nicht bei den Haushalten ankommen und somit auch nicht wirken. Also der US-Immobilienmarkt, der ist noch bis 2012, bis 2013 weiter abgeschmiert, trotz der massiven Zinssenkungen der Fed. Ja, und die Direkthilfen, die staatlichen Direkthilfen hätten halt mehrere Vorteile. Einmal reduziert sich natürlich auch der Risikoaufschlag, wenn der Staat sagt, ich stabile die Wirtschaft. Und zweitens regt es halt eben den Konsum an, weil wir müssen uns vorstellen, dass halt viele dieser Kredite halt einfach variabel verzinst waren und dann einfach gestiegen sind. Das heißt, mehr von dem Einkommen. Wir sind jetzt eh schon in einer Phase der Unsicherheit, wo wir eh schon unseren Konsum einschränken wegen der Unsicherheit, und mehr von unserem Einkommen müssen wir jetzt aufbringen für die Zahlung eines Kredites. Und das schränkt den Konsum halt eben nochmal zusätzlich ein. Deswegen hier vielleicht ein Beispiel, einem Land, von das es halt eben besser gemacht hat. In Australien hat man halt eben diese Direkthilfen gezahlt an untere und mittlere Einkommensbezieher. Komischerweise nicht an Arbeitslose, warum auch immer, aber es ist auch egal. Das wirkt sich halt deutlich positiver auf so eine Wirtschaft aus, als einfach, wie gesagt, nur Konjunkturpakete zu schnüren, um halt die Aktivseiten von Banken wieder in Ordnung zu bringen. Weil das hat Obama gemacht, das ist auch wichtig, weil Banken sind wichtig für eine Wirtschaft, die kann man nicht einfach abschmieren lassen. Man kann es besser machen, man kann die staatlich übernehmen, man kann den irgendeinen Aktiva reinbuchen, was sie abschreiben müssen, das kann man besser machen. Was war wichtig, was er nicht gemacht hat, ist, dir und mir zu helfen sozusagen. Wenn wir jetzt Amerikaner gewesen wären, uns hätte er nicht geholfen. Ja, und ich glaube, bei diesem sich selbst beschleunigenden Abwärtstrend, also wenn so eine Blase platzt, da muss man mal darauf zurückkommen, wie Finanzmärkte funktionieren. Solange Finanzmärkte genügend dereguliert sind, also in den USA vor allem durch die Aufhebung des Glass-Steagall Actes 1999, solange das der Fall ist, sind Banken ja keiner Beschränkung unterworfen, irgendwelche neuen Wertpapiere zu erfinden. Solange die realen Werte, auf die sich diese Wertpapiere beziehen, für wertvoll gehalten werden, also solange die Rückzahlung dieser Immobilienkredite hinreichend wahrscheinlich ist, solange hält Banken ja nichts davon ab, immer neue Wertpapiere rauszugeben, die sich auf diese Wertpapiere beziehen. Also die Bankbilanzen, die weiten sich immer weiter aus, die werden immer größer und das geht eben so lange gut, wie die realen Werte, die dahinter stehen, tatsächlich noch einen Wert haben. Sobald das nicht der Fall ist, werden nicht nur die realen Werte wertlos, sondern auch alle anderen zusätzlichen Papiere, die die Banken erfunden haben, um ja weiter ihr Geschäft betreiben zu können, um ihre Profite noch weiter steigern zu können. Ja, genau. Und deswegen, vielleicht bringen wir den Namen jetzt, wir haben überlegt, ob wir ihn reinwerfen. Deswegen sprachen halt auch viele aus dem Mainstream, wie Paul Krugman, Janet Yellen, sprachen dann von einem Minsky-Moment. Das heißt, die Herde ist lange nach oben gelaufen, Gewinne waren da, deswegen wurde mehr investiert, deswegen gab es wieder mehr Gewinne, deswegen wurde wieder mehr investiert, deswegen wurden alle fahrlässig, weil es lief ja so gut. Seit 10 Jahren lief alles wunderbar. Okay, nicht ganz 10 Jahre, wir hatten ja auch noch die Tech-Bubble, aber ist egal, es lief ja alles wunderbar. Und dann geht es in die andere Richtung und dann haben wir genau das Gleiche. Die ganze Herde läuft halt eben in die andere Richtung. Und weil es schlecht läuft, wird mehr verkauft. Und weil mehr verkauft wird, läuft es schlecht. Es ist halt am Finanzmarkt so. Ja, aber man muss dazu sagen, dass sich der Finanzmarkt deutlich schneller erholt hat, beziehungsweise wenn wir jetzt so in 5 Jahres-, 10 Jahres-Zeitraum gehen, deutlich schneller erholt hat als die US-Wirtschaft, die es aber auch besser gemacht hat als die Europäer. Vielleicht wechseln wir jetzt mal nach Europa. Was haben wir eigentlich in Ja, Europa gemacht? in Europa, da hat man nach 2009 auch relativ schnell relativ viel Geld zur Verfügung gestellt, vor allem die Banken gerettet und auch einige Konjunkturpakete geschnürt. Danach hat man aber versucht, ja, sich an die Maastricht-Kriterien beziehungsweise dann an den noch schärferen Fiskalpakt zu halten, der eine Verschuldung von 0,5% des Bruttoinlandsproduktes für alle überschuldeten Länder, also für alle Länder mit mehr als 60% Staatsverschuldung vorsahen. Und das führte dann eben zu einer zweiten Rezession und der Eurokrise, die uns dann 2012 traf.
Also die EU hatte, was heißt die EU, die Eurozone hatte vor allem deswegen ein niedrigeres Wachstum als die USA. Das hatten wir in einer vergangenen Folge schon mal besprochen, weil die Fiskalpolitik hier systematisch restriktiver gehandhabt wurde. Und das hat man in der Eurokrise wirklich in fataler Art und Weise gesehen. Ja, wir brauchen ja nicht darüber reden, dass diese Maastricht-Kriterien Quatsch sind. Und der Grund, warum so viele Länder halt diese Kriterien dann sozusagen gerissen haben, die eh Quatsch sind, war halt eben auch diese Weltfinanzkrise. Es wurde viel Geld aufgebracht, um die Bankbilanzen wieder in Ordnung zu bringen. Dadurch steigen die Staatsschulden, aber es hat nichts mit dem Konsum zu tun. Das Geld wird Banken gegeben. Und dadurch haben mehr Länder dann diese Kriterien gerissen. Das heißt, sie haben unsere Wirtschaft runtergefahren, weil wir ein paar dumme Regeln haben und ein paar Banken gerettet haben. Das ist effektiv das, was hier passiert ist und weswegen sich die Eurokrise dann so verheerend ausgewirkt hat, weil wir einfach diese dummen Regeln haben. Ja, wobei es auch in der Eurozone interne Ungleichgewichte, Leistungsbilanzungleichgewichte, dann Immobilienblasen beispielsweise in Spanien oder Irland gab. Das ist jetzt ein anderes Thema, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. Aber diese ganzen internen Probleme, die wären vielleicht nie so explodiert ohne die globale Finanzkrise, ohne diese europaweite Bankenkrise, die man auch hatte. Und ich würde sagen, die wären später gekommen, ja. weil das Unternehmer Netto-Sparer sind. Das Problem war ja auch schon vorher in einigen Euro-Ländern. Also ich würde sagen, die Probleme wären einfach später gekommen, weil wir später diese Maastricht-Kriterien gerissen hätten. Kann man jetzt nur spekulieren. Ja, aber die Finanzkrise hat das dann alles zum Explodieren gemacht und die verfehlte Reaktion innerhalb der EU, die hat das halt massiv verschärft. Ich meine, beispielsweise in Griechenland, die griechischen Staatsschulden waren ja nicht so hoch, weil sich der griechische Staat immer einen faulen Lenz gemacht hat und so der korrupteste Staat ganz Europas wäre, sondern weil Griechenland durchgängig Leistungsbilanzdefizite gemacht hatte, eine zu starke Lohnentwicklung war, zu einem zu starken Wechselkurs in die Eurozone gekommen ist und zum anderen, weil man das Bankensystem retten musste. Genau. Das griechische Bankensystem, das hat sich massiv verschuldet gehabt, das hatte auch international massive Probleme und das war auch noch interessant, die griechischen Banken, die Schulden, die hatten, die lagen dann bei zahlreichen anderen europäischen Großbanken. Das heißt, in Griechenland, ja. Da hat man dann eigentlich Deutsche Bank und Co. gerettet und nicht mal so sehr Griechenland selbst. Man hat dann einfach die privaten Schulden, die halt bei anderen europäischen Großbanken lag, in öffentliche Schulden überführt. Das war mehr oder weniger die griechische Finanzkrise, die griechische Staatsschuldenkrise. Und vielleicht jetzt noch, weil wir jetzt schon beim Thema sind, also auch in Irland musste man, glaube ich, ungefähr Staatskredite oder Staatsgeldschöpfung betreiben in Höhe des Bruttoinlandsprodukts, um die Finanzinstitute zu retten. Und wenn wir jetzt Griechenland und Irland mal vergleichen, dann sehen wir halt eben, dass Irland noch einen deutlich besseren Exportmarkt hat. Das heißt, man hat sowohl in Griechenland als auch in Irland eine interne Abwertung versucht. Das heißt, man hat die Löhne gedrückt, um dann quasi über die Exporte irgendwie Wirtschaftswachstum zu generieren. In Griechenland ist das komplett gescheitert. Die Arbeitslosigkeit war riesengroß. Die Jugendarbeitslosigkeit war zwischenzeitlich bei 50%, weil Griechenland auch einfach nur nicht jetzt kein wirklich wichtiger Exporteur ist. Und in Irland hat das noch ein bisschen besser funktioniert, weil da halt noch ein gewisser Exportmarkt da ist. Aber der IWF verschreibt halt allen Ländern einfach das gleiche Konzept. Und noch letzte Sache, ja, Wettbewerbsfähigkeit ist ein relatives Konzept. Alle Euro-Staaten versuchen, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern gegenüber den anderen Euro-Staaten. Wenn das alle machen, dann passiert genau gar nichts, außer dass wir halt eben die Löhne kaputt machen, damit die Binnennachfrage auch noch kaputt machen. Also ja, sehr, sehr dumm. Absolut. Irland hat einen absurd hohen Offenheitsgrad von, ich glaube, über 100%, dass man da einen Exportboom versuchen kann. Das mag sein, aber wenn du in einem Land wie Griechenland, also in einem relativ normalen Land, die Löhne so stark zusammenkürzt, dass bis vor kurzem einen Boom hatte, dann die Staatsausgaben kürzt und zusiehst, wie die ganze Wirtschaft abschmiert und die Realzinsen dann noch enorm hoch sind. Also wie gesagt, wenn ganz viele Kredite ausfallen, wenn sogar die Schulden auf die Staatsanleihen noch ansteigen, ist jetzt nochmal ein anderes Problem, hat man in der Vergangenheit auch schon besprochen. Also die Spreads zwischen griechischen und deutschen Staatsanleihen sind ja auch enorm auseinandergegangen. Das heißt, der griechische Staat müsste höhere Zinsen zahlen. Griechische Unternehmen dann nochmal sowieso, weil die griechischen Staatsanleihen die Benchmark sind. Das heißt, du hattest in der griechischen Realwirtschaft enorm hohe Zinsen. Du hattest einen Absturz der Wirtschaft. Du hattest eine Senkung der Binnennachfrage. Und in so einer Situation sind dann tragischerweise sogar noch die Exporte gesunken. Die griechischen Exporte sind durch diese Wirtschaftszerstörungspolitik nicht mal gestiegen, sondern die sind gesunken. Ja, weil die Wirtschaft einfach kaputt war. So. Das ist aber halt diese Mainstream-Ökonomen oder der IWF, die glauben halt einfach, dass in jedem Land das gleiche Konzept gleichzeitig funktioniert. Das ist halt alles ziemlich dumm.
Aber wir sehen also, dass einerseits natürlich die Weltfinanzkrise zu uns kam wegen schlechter Regulierung, wegen diesen toxischen Papieren aus den USA, dass sich die Europäer aber auch einfach selber ja ein Bein gestellt haben mit diesen Maastricht-Kriterien und mit dieser falschen Therapie, dass man glaubt, dass alle Länder mehr exportieren können. Jetzt ist die Frage, wie könnte man das Ganze verhindern? Genau, also ich würde halt Australien als großes Vorbild nehmen, auch wenn sie es auch nicht fair genug gemacht haben. Und wir müssen halt Direkthilfen zahlen an die mittleren, an die niedrigen Einkommensbezieher, an die Arbeitslosen natürlich. Wir müssen den privaten Konsum stabilisieren, der halt aufgrund der Unsicherheit, aufgrund der, in den USA natürlich auch aufgrund der höheren Zinsen, massiv runtergefahren wurde. Und nur dadurch, dass mehr Geld auch ausgegeben wird für Konsum, können wir eine Wirtschaft stabilisieren. Wir können eine Wirtschaft nicht stabilisieren, indem wir Finanzinstituten Geld hinterherwerfen, weil das Geld wird natürlich nicht im Supermarkt ausgegeben. Wir müssen den privaten Konsum stabilisieren. Das ist die einzige Möglichkeit. Wir dürfen nicht auf irgendwelche dummen Regeln schauen, wie Staatsschulden. Das sind wirklich dumme Regeln. Wir müssen den privaten Konsum, anregen. Und man muss den Finanzsektor vor allem strenger regulieren. Es ist das Erste, um solche Blasenbildung überhaupt so gut es geht. Also wie gesagt, ganz verhindern kann man es nicht, solange man ein privates Bankensystem hat. Das wird Kredite immer prozyklisch vergeben. Aber damit diese Risiken nicht ins gesamte System streuen, sollte man beispielsweise Investmentbanking und normales Bankengeschäft voneinander trennen. Ein sogenanntes Trennbankensystem einführen, was der Glass-Steagall Act in den USA ja auch vorsah und was da sehr erfolgreich die Zahl von Finanzkrisen deutlich reduziert hatte. Der war 1933 nach der Erfahrung der Weltwirtschaftskrise eingeführt worden. Und das nicht ohne Grund. Das war auch, um ein anderes Beispiel von Finanzmarktregulierung zu nennen, Unternehmen früher verboten, Aktien zurückzukaufen in den USA. Das hat man dann später erlaubt, denn das schränkt ja den freien Markt ein, wenn Unternehmen nicht beliebig sich Kredite aufnehmen können, um dann eigene Aktien zurückzukaufen, so wie das US-Großunternehmen in den letzten 10 Jahren das häufigeren gemacht haben. Also das sind alles Dinge, die zu einer Überschuldung des Systems führen. Wie gesagt, viele US-Großunternehmen haben Kredite aufgenommen, um dann Aktien zurückzukaufen, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu verbessern. Also dieses ganze Schema, das funktioniert so lange, wie die Zinsen, die man auf die Kredite zahlen muss, geringer sind als das Gewinnwachstum, was man hat. So lange kannst du das Kurs-Gewinn-Verhältnis durch die Aufnahme von Krediten verbessern. Das ist natürlich höchst gefährlich, sobald es zu einer Wirtschaftskrise kommt. Dann bricht der Gewinn nämlich ein und dann war es das mit dem schönen Kurs-Gewinn-Verhältnis. Dann hat man einen Riesenberg Schulden, den man eventuell nicht mehr zurückzahlen kann. Also solche Dinge waren früher einfach verboten, so eine Hebelung des gesamten Systems, aber das hat man dann erlaubt. Dazu hat man noch eine Steuerpolitik, eine Lohnpolitik gemacht, die hohen Einkommen, hohe Lohneinkommen und hohe Kapitaleinkommen hat stark steigen lassen und dass der Normalverdiener fast gar keine Lohnsteigerung zugelassen hat. Also von den 70ern bis in die 2010er Jahre ist das Einkommen des US-Durchschnittshaushalts fast überhaupt nicht gestiegen. Also Ja. das ist bei dem starken Wirtschaftswachstum und auch dem stabilen Wirtschaftswachstum, das die USA in der Zeit hatten, schon eine relativ bemerkenswerte Entwicklung, dass die hohen Einkommen Ja. sehr stark gestiegen sind und die niedrigen so gut wie überhaupt nicht. Der reale Und Mindestlohn ist ja teilweise gefallen, also das ist Wahnsinn. ja, der Mindestlohn sowieso, der ist seit den 60er Jahren in den USA im Fallen begriffen. Das Ja. ist auch Immer mal interessant. wieder so Also ein bisschen nach oben und dann wieder runter und oh. wie gesagt, egalitäre Einkommens- und Vermögensverteilung, Regulierung des Finanzsektors und wenn man dann mal eine Krise hat, dann eine kontrazyklische Fiskalpolitik. Das sind die Methoden, wie man so etwas verhindern kann. Und vielleicht auch noch mal eine Sache hier zur Regulierung. Ich weiß nicht, ob hier ein paar Tesla-Fans zuschauen, aber ich muss euch jetzt leider eine Sache über Tesla erzählen, weil zum Beispiel Unternehmen wie Tesla oder auch ganz viele andere Aktienunternehmen zahlen freiwillig mehr Steuern, um ihre Gewinnegröße ausdehnen zu lassen. Was passiert da? Sie bezahlen den Vorstand mit Aktienoptionen. Das heißt, Elon Musk und Co. bekommen Aktienoptionen. Für $6 können sie dann später eine Tesla-Aktie kaufen. Und das müssen Sie nicht als Ausgaben bilanzieren. Das heißt, Sie bezahlen sie nicht mit Geld, sondern mit Aktienoptionen, die natürlich die Aktien verwässern, damit sie das nicht als Ausgaben werden. Dadurch bilanzieren Sie Ihre Gewinne größer. Alle jubeln, yay, yay, yay. Es müssen mehr Steuern bezahlt werden. Na, natürlich, wenn der Gewinn größer ist, müssen mehr Steuern bezahlt werden. Und eigentlich sind es natürlich Ausgaben, weil man die Aktien verwässert. Also die Aktionäre haben erstaunlich wenig Mitspracherecht in den USA. Das heißt, deswegen hat Minsky beispielsweise auch schon vom Managerkapitalismus gesprochen. Dass also die Manager versuchen, die Gewinnegröße ausfallen zu lassen, aber dass das teilweise zum Nachteil der Aktionäre ist, nur mal so am Rande. Das gab es auch schon in den 90er Jahren, ne? Aber so wird Elon Musk auch bezahlt oder wurde Elon Musk bezahlt.
Ja, aber das schädigt, soweit ich sehe, doch nicht das gesamte System, oder? Also dadurch werden die Aktien ein bisschen verwässert und langfristig wirkt sich das dann negativ auf den Aktienkurs aus. Aber es verbessert ja sogar die Liquiditätssituation der Unternehmen, wenn sie wenn sie weniger Geld ausgeben. Die Liquiditätssituation wird natürlich dadurch verbessert, das ist richtig. Aber dadurch, also das einzige Ziel ist nicht sozusagen ein langfristiger Wachstumspfad so einer Aktiengesellschaft, sondern halt eben die kurzfristige Gewinnausweisung, weil die Gewinne und weil die Bezahlung der Manager halt eben vom Aktienkurs abhängt und nicht da so sehr davon, wie läuft das Unternehmen langfristig. Und dadurch gehst du halt eben die kurzfristigen Risiken ein, um deinen kurzfristigen Gewinn in die Höhe zu treiben und halt eben nicht einen langfristigen Pfad, wie du langfristig halt eben das Unternehmen gut betreiben kannst, weil langfristig würdest du natürlich versuchen, jetzt erstmal weniger Steuern zu bezahlen, würdest du erstmal versuchen, das Geld zu investieren und halt eben nicht eine Zahl groß auszuweisen, damit du dann, weil du von dieser Zahl abhängig bist, weil die da halt davon ausgehen, wenn der Gewinn hoch ausgewiesen ist, steigt der Aktienkurs, die Manager werden teilweise, die Bezahlung richtet sich teilweise nach dem Aktienkurs und deswegen versuchen sie halt eben nur die kurzfristigen Gewinne in die Höhe zu treiben. Ja, also dem will ich jetzt gar nicht widersprechen, aber fürs Gesamtsystem ist das ja eigentlich gut, wenn Unternehmen eher Aktien ausgibt, anstatt Fremdkapital aufzunehmen. Ja, das ist vielleicht gut, aber weil mein Hauptpunkt ist ja, so ist ja quasi die Tech-Bubble entstanden. Mein Hauptpunkt ist, dass halt eben nur auf die kurzfristigen Gewinne geschaut wird und dadurch werden natürlich Risiken eingegangen, die bei einem langfristigen Pfad nicht eingegangen würden. Ja, Tesla muss hohe Fremdkapitalzinsen zahlen und ist ein junges, schnell wachsendes Unternehmen. Ich will jetzt gar nicht zu viel über dieses eine Unternehmen reden, damit Nein, habe das ich gibt's mich jetzt ja zu wenig zuhauf, also beschäftigt. Ja, das wurde ja aber komplett gemacht. ich meine nur, dass das insgesamt, dass das jetzt nichts ist, was man irgendwie einschränken oder verbieten Doch, müsste, weil also das ja finde ich schon, dazu, weil ja, kannst du das führt ja sorry. dazu, dass sich die Kapitalsituation der Unternehmen verbessert. Also das sorgt ja dafür, dass sie nicht mehr Kredite haben, sondern dass einfach mehr Aktien im Umlauf sind. Und das ist ja fürs Gesamtsystem relativ egal, ob jetzt der Aktienkurs ein bisschen sinkt oder steigt. Das ist ja völlig irrelevant, wenn ein paar mehr Aktien im Umlauf sind. Nee, der Punkt ist ja, dass die Aktionäre kein Mitspracherecht mehr haben, sondern dass es einfach nur noch Managerkapitalismus ist. Das heißt, die Manager entscheiden darüber, wie ihre Bezahlung ist. Ihre Bezahlung richtet sich nach dem Aktienkurs. Sie verwässern damit die Aktien, treiben nur die kurzfristigen Gewinne in die Höhe. Und die Aktionäre, die müssten das ja eigentlich verhindern, weil es eigentlich dumm ist. Aber es macht halt keiner. Deswegen ist es halt eben der Managerkapitalismus, den Minsky schon in den 80er, 90er Jahren so vorhergesehen hat. Ja, also dass Manager kurzfristige Entscheidungen zum Schaden ihrer Unternehmen treffen, bei dem grundsätzlichen Punkt, da würde ich dir zustimmen und da muss man gucken, wie man das besser reguliert. Aber dass Unternehmen zusätzliche Aktien ausgeben, anstatt Fremdkapital aufzunehmen, das ist an sich eine gute Sache, die die Risiken im gesamten System reduziert, da Aktien halt Eigenkapital und kein Fremdkapital sind. Also es geht ja eigentlich darum, den Gewinn in die Höhe zu treiben, damit du Ja, wie dann. gesagt, da würde ich dir Ja, zustimmen bei ja, dem ja. Punkt. Ja. Aber ist ja gut, ein Also, bisschen da gibt es noch Dissens ganz ist immer andere gut. Bilanztricks, die deutlich problematischer sind. Ja, klar, es gibt noch mehr Bilanztricks. So, also haben wir jetzt sogar noch mal über eine Detailfrage zum Abschluss geredet. Auch interessant. Aber wie gesagt, drei Punkte, die ihr mitnehmen müsst, wenn man solche Finanzblasen verhindern will: egalitäre Einkommens- und Vermögensverteilung, stabiles, langfristig planbares Wirtschaftswachstum, kontrazyklische Fiskalpolitik. Und Regulierung des Finanzmarktes auch sehr, sehr wichtig. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.